Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Hallihallo und recht herzlich willkommen damit. Wir müssen hier Sponsorenverträge erneuern. Beleza, Ikita Oil und Salve. Das haben wir direkt erneuert. Ja, das passt ja. Das passt ja. Treue Sponsoren. Wir müssen jetzt schauen, was wir machen. Rennsimulation, ja, das kann man schon machen, aber ich glaube nicht, dass ihm das viel bringt, dem guten Esteban. Ja, 90 Ressourcenpunkte, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehe ich halt auch nicht, dass ihm das was bringt, aber ja, Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Jawohl. So, dann müssen wir jetzt Punkte sammeln. Und hoffen, dass die ganzen letzten Updates jetzt noch hinhauen. Ich weiß gar nicht, bis wann werden die fertig? 19. August, 30. Juni, 31. 20. Juni, wann ist... Ja, wird alles von denen fertig. Jawohl. 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 Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Wir haben jetzt 12 Minuten. Boah, stark. Und auf einmal sind wir 1, 2, 3, 4, Nummer 5 im Feld. Das ist genau das, was man sich wünscht eigentlich. Wir haben jetzt 1500 Punkte. Jetzt können wir überlegen, ob wir noch irgendwo ein kleines Update raushauen können. Vom Mexiko Grand Prix zum Beispiel, genau. Das sind Sachen, die machen wir dann das nächste Mal. Das sind alles dann Teile für die nächste Saison, was uns erwartet. Genau. So. Hoher Kontostand. Ich weiß, dass wir einen hohen Kontostand haben. Wir brauchen aber auch zum Verlängern der Verträge. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Du musst alle Neuentwicklungen über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Alles gut. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Das Update. Ja, Kontostand haben wir deswegen, weil wir den Vertrag verlängern müssen, Mann. Es gab diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Du musst alle Neuentwicklungen über den... Das war keine leichte Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Danke. So, ECU abgedatet. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Bisschen geht noch. Können wir uns ein bisschen weiter von Williams noch absetzen. McLaren ist jetzt ordentlich weit zurückgefallen. Aber wir sind dran an den Großen, an Aston Martin, an Ferrari. Gut, Red Bull natürlich vom F&E, vom Standard her noch relativ weit weg. Aber wir haben das fünftbeste Auto. Also normal sollten jetzt nach dieser Tabelle her beide Autos wirklich in den Dingen mitfahren können. Im Q3. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Esteban Ocon in Monza leisten kann. Weil wir kommen jetzt in die heiße Phase. Wir fahren um den Weltmeisterschaftstitel hier. Und das muss uns klar sein, dass jeder Fehler bösartig enden kann für uns jetzt. Wir haben zwei Rennen, die uns liegen. Mit Las Vegas und mit Monza. Wir haben noch ein Rennen, was so Mittelklasse ist. Mit Mexiko. Da müssen wir mal schauen. So. Sonnenschein, das schaut doch schon mal gut aus. Das schaut doch schon mal gut aus. Genau, Monza ist jetzt das zweite Rennen mit den Teilen. Mexiko ist dann das neue. Genau, so. Dann würde ich sagen, Training 1. Streckenakklimatisierung und Qualifying-Tempo.
Formel 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023. Auf geht's. Damit wir ein bisschen sparen. Damit wir einen zweiten Teamkollegen holen können, also einen neuen Teamkollegen holen können, der geldmäßig einiges was macht. Und vielleicht dann am Ende uns noch ein bisschen nach vorne bringt, sodass wir in Saison 4 theoretisch, wie soll ich sagen, mit Yuki Tsunoda richtig angreifen können. Wiederholen. Alter, ist das. Halleluja! Da haben wir eine Höchstgeschwindigkeit hingekriegt, die war anders. Right, try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, the higher the score. You'll need to deploy your DRS in the DRS zone as well. Schon bremsen. Bei der Geschwindigkeit, die wir jetzt hier hinkriegen, das ist natürlich Wahnsinn. Das heißt aber auch, dass wir für Bahrain und Australien wieder einige Chassis und den Upgrades wieder machen müssen, nachdem wir hier jetzt den Motor wieder abgegradet haben. Okay, DRS Zone coming up. Get ready to open it. Distance is on your MFD. Da muss man ein bisschen üben wieder, weil das Auto ist, lässt sich vom Tempo her mal ganz anders fahren als bisher. Schießt komplett da teilweise über die Dinge. Das ist brutal, Alter. Da müssen wir mal eine kurze Einstellung machen. Das geht ja gar nicht. Das ist viel zu schnell, das Auto. Also wenn du es auf der Geraden nicht mehr kontrollieren kannst, dann stimmt irgendwas. Ja, hallo. Car repairs have set us back a little. Dass sie da all in gehen, um Himmels Willen, aber das bringt uns zwar auch nichts, wenn wir hier keine gescheite Runde fahren können, wenn wir anbremsen, nur geradeaus schießen, das ist Bullshit. Die Kurven, die hier sind, sind eng und sind heftig, aber wenn der Rest nur Topgeschwindigkeit geht, klar. Einen Haufen von Bremser sparen können, dann wäre das doch schön.
überhaupt gepasst, wie auch immer das gerade war. Das war ein super Manöver von demjenigen. In der Kurve gemerkt, hey. Und Alpha Tauri. Yuki Tsunoda war das. Der dann letzte Sekunde Platz macht. Für unseren Nissan. Den Fahrer, den wir in Zukunft zum Weltmeister machen wollen. Wenn sich die Chance natürlich ergibt. Mal schauen, wie schnell wir sind in dieser Runde. Geht nämlich auch mit der anderen Einstellung. Wir könnten wir schon mit der anderen noch schneller fahren. Aber ehrlich gesagt ist mir das zu riskant mit Bremsen und KKG. Und das ist dann was, wo ich sage, hey, muss dann schon stimmen. So! So können wir es natürlich auch machen. Okay, this is a quali sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Nochmal abbremsen, damit die Ding nicht gerade erwischt, wie es wollte. Die Schikane. Ich finde, dass der Haas gerade auch nicht gerade unbedingt hilfreich war. Digga, du, also es, weiß ich, wer das jetzt war von den Alpha Tauris. Ich glaube, es war Yuki wieder, aber das war jetzt nicht schlau gemacht von Yuki Tsunoda. Da abzubremsen jetzt. Das war wirklich nicht schlau gemacht von ihm. Bremst da völlig runter. Und zieht dann doch noch in die Kurve rein. Also das war irgendwie... Boah! Schock des Lebens gerade, Alter! We've had to spend time repairing the damage to the car. Die Session ist jetzt abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Daniel, Joe und Sergio Perez. Das war's, das Training ist offiziell. Bin ich mal gespannt jetzt.
Muss Ocon da im Qualifying jetzt rauslässt. It's time, jump to qualifying. So. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was er leistet, weil, wie gesagt, das Auto wird nur besser oder ist wieder besser geworden. Er könnte wieder weiter vorne landen. Das letzte Mal, wie gesagt, in Kanada war es Platz 22 und das geht halt gar nicht. Okay, Reifen sind da. Eine Runde im ersten Qualifying sollte reichen. Minimal zu spät gebremst, das ist nicht die perfekte Runde anfangs gleich mal. Und da sind wir schon beschädigt. Ja, jetzt muss man die Runde schnell fertig fahren hier. Mal schauen, ob es uns jetzt durchspült nach hinten. Car repairs have set us back a little. Schau ihn dir an! Das kannst du nicht ausmalen. Sollte uns reichen eigentlich 1,20,8. Oh nein. Sind wir raus? Nein. Wow. Wow, das war arschknapp. Yuki Tsunoda hätte uns doch fast gekickt. Beide Haas jetzt ganz hinten. Ja, Esteban schafft es in Q2 zum ersten Mal im achten Rennen. Das ist schon schwach eigentlich. So, Albon auf der 1, das ist natürlich brutal krass. Aber gut, Esteban ist eine Runde weiter.
Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Er hätte schon viel eher mit dem Auto was erreichen können, so wie es Yuki getan hat, so wie es die Alfa Romeos getan haben. Esteban hat es nicht ins Auto gebracht. Die war gut erwischt. Wie gesagt, Esteban Ocon hat das Auto, um hier in den letzten oder ums Q3 oder im Q3 mitzufahren. Deswegen erwarte ich eigentlich schon, dass er es schafft jetzt. Andererseits muss ich sagen, wir müssen halt dann auch gleichzeitig zufrieden sein, dass es überhaupt schon mal ins Q2 geschafft hat. Und 21,5 würde es nicht schaffen. Bei 1,21,5 wird es nicht schaffen. Und vom Teamkollege eine 1,19,8 rausbuttert. Zumindest jetzt hier mal Windschatten von dem Mercedes, von jemandem, der sogar, ja gut, Conny Show, aber er könnte es zumindestens. Also es könnte ja machbar sein für Esteban Ocon. Es könnte ja machbar sein für Esteban Ocon. So, zurück in die Garage. Wir haben noch eine zweite Runde zu fahren. Dann werden sie meistens schneller jetzt. Na, Hamilton kann mithalten. Guanyu Zhou. Ja, abgeschlagen. Abgeschlagen. Und das ist halt das, wo ich sage, das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht so weit hinten sein. Das ist nicht in Ordnung. Das habe ich mir erstmal durchbekommen. Ja, 14. Und Ausgang verlieren wir das jetzt gleich wieder. Ja, es ist hauchdünn. Das ist wirklich, das ist nicht viel. Ich sehe in diesem Punkt nicht, dass wir uns verbessern können, glaube ich. Ne, wir hüpfen ein bisschen. Und die vorherige Runde war echt wahnsinnig gut. Jetzt vielleicht ein bisschen rausholen. Bin besser rausgekommen als vorhin.
Jupp. Deutlich besser ausgekommen als Ascari. Schauen wir mal, was wir da rausholen können noch bis vorne. Minus 0,2. Wir sollten auf jeden Fall weiter sein, das ist relativ klar. Ja, schrumpft nochmal um 0,126. Oder auf 0,126. Die 1 ist sicher. Albon und Ricciardo mit den schnellsten Zeiten bisher. So, wo steht Esteban Ocon? Wo steht unser Teamkollege? Er ist raus. Und zwar ist glorreicher 16. mit... Sorry. Das ist gut. Ah, Russell ist auch raus, aber hier ist es ein Aston Martin White. Das ist ein Alfa Romeo White. Und das, der ist so viel schlechter als wir, dieser Alfa Romeo. Und da muss ich einfach sagen, da liegt es einfach am Fahrer. Auch wenn er es jetzt in Q2 geschafft hat, man sollte stolz drauf sein. Yippie. Ja, geht einfach nicht. Esteban Ocon, das ist einfach keine Leistung. Oh, da rutscht schon ein bisschen weit raus. Da sehen wir es auch gleich. Dieser kleine Fehler, diese kleine Ecke kostet uns viel. Kostet uns sehr, sehr, sehr viel. Uff. Vierter. 1:19.854. Die können wir aber knacken. Perez Zeit könnten wir knacken. Das ist machbar. Das ist nicht im nicht machbaren Bereich. Vielleicht im ersten Durchgang nicht schneller. Hamilton verdrängt Verstappen, war auch nicht perfekt. Er hat aber nochmal einen Schuss. Die beiden Red Bulls kriegen auch nochmal einen Schuss. Ist die Frage, ob sie es liefern können. Jetzt verliert er viel. Oh, das war's, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Ricciardo das jetzt hier noch schafft, nochmal mitzuhalten. Kommt hier besser durch. DRS ist an.
Das wird nichts. Ricciardo wird seine Zeit nicht verbessern können. Platz 4. Perez holt sich die Pole. Die Top 3 der Weltmeisterschaftsliste starten von 4, 5 und 6. Stand jetzt. Ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bitter. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Perez, Sainz und Charles Leclerc. Also Ferrari und Perez ist echt in einer Welt im Vergleich zu den Weltmeisterschaftsführenden, die aber auch relativ auf einem Level fahren, wenn ich mir das so anschaue. Schon witzig. Gasly halt noch mit dabei. Also das muss ich halt wieder sagen, siehst du, das ist mit einem Alpine, der eigentlich wirklich weit hinten steht und der kann da mitfahren. Und Ocon schafft halt nicht mal ums Verrecken. Und das ist halt was, wo ich sage, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, sagt schon mal V und wir sehen uns morgen wieder zum großen Preis von Monza. Bis dahin, ciao und V, bleibt gesund, wir sehen uns.